Jetzt gehen wir rüber zu Evanjo. Und zwar hat Evanjo, zwei Videos sogar, uns wurde das Video empfohlen, eine Woche nur Pizza essen. Also es hört sich eher an wie das normale Leben von vielen Jugendlichen heutzutage. Also ich sag mal so, ich wette mit dir, als ob so eine Person zuguckt. Ja, ich wette mit dir übrigens. Kurs geht raus. So, wir gehen rein in die Pizza, let's go. Also, ich könnte auch eine Woche von Pizza leben. Also Pizza, ich glaube, jeder könnte eine Woche von Pizza leben. Weil Pizza ist auch so vielfältig. Du kannst kalte Pizza essen, warme Pizza, du kannst alles drauf tun, was du willst. Du kannst auch mal nichts drauf tun, wenn du mal nicht Bock hast auf so viel Zeug. Pizza, lecker. Du kannst Pan-Pizza essen, aus der Pfanne. Du kannst Pizza im Backofen machen. Du kannst sogar Mikrowellenpizza machen. Digga, Pizza ist einfach geil. Und du kannst sogar Pizza als Nachtisch essen, Leute. Es gibt sogar Nachtischpizza. Aber es gibt Schokopizza, Leute. Es gibt sogar von der Marke hier, Restaurante, gibt sogar Schokopizza und es gibt auch andere. Warum, wenn ich Schokopizza eingehe, warum kommt da Batibatur? So, egal. Also Pizza ist immer gut. Egal, wer jetzt bitte zwei Pizzen. Oh, was? Wow. Und sie genau wie dieser Fettsack jetzt eine richtige. Ich bin gespannt, das wird das größte Fressvideo überhaupt. Dann liken Sie einfach das Video und die Pizza ist schon unterwegs. Nicht nur das Video liken, auch den Stream. Ja, mal ganz wichtig, ne? Wir haben jetzt übrigens gerade 5600 Likes auf dem Stream. Das gibt 5600 Pizzen. Wenn ihr mehr Pizzen wollt, also einen lebenslangen Vorrat, dann jetzt alle liken. Let's go. Der lügt. Der lügt. Nein, das war die Wahrheit. Kollege, bitte. Hallo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Eine Woche lang. Pizza. Und weiter dieses. Boah, dieses Fett an seinem Maul. Video wird richtig, aber mal wirklich so richtig lecker. Und am Anfang des Videos gibt es direkt eine kleine Überraschung für euch. Weil passend zum Experiment bringen wir auch zwei Pizza-T-Shirts raus. Einmal mit so einem leckeren kleinen Pizzamann. Das ist ein schönes. Wenn es die T-Shirts auch in schwarz gibt, direkt genommen, aber in weiß, ich bin kein Typ für weiße T-Shirts. Und mein Favoriten-T-Shirt? Ein T-Shirt mit Bananen. Bananen hier auf einer Pizza auch sehr schön, aber es sind coole Shirts, gefallen mir gut, also das sieht sehr süß aus. Auch richtig schön, Bananen hier auf einer Pizza, sitzt du das Leben sehr cute. Genießt. Ach herrlich, diese zwei T-Shirts gefallen mir wirklich super gut, also falls ihr Lust auf Bananen habt, ihr euch das Bananen-T-Shirt super gerne. Tipp für die Zukunft, Evanjo, immer weiße und schwarze T-Shirts anbieten. Weil es gibt so viele Leute, die tragen keine weißen T-Shirts. Ja, und falls ihr ein T-Shirt bestellt, das kommt dann schön in einem Pizzakarton bei euch an. Richtig cool. Coole Idee. Viel Spaß beim Glubschen von einer Woche lang Pizza. Der erste Tag von einer Woche lang Pizza und ihr merkt, ich bin nicht so motiviert, weil draußen ist es schon die ganze Zeit. Ach, und wisst ihr, was draußen noch ist? Draußen ist Böses. Böse! Außerdem laufen draußen auch wirklich komische Menschen herum. Doppel-Piece. Deshalb habe ich mir überlegt, der erste Tag von der eine Woche Pizza wird einfach ein Bestellungstag. Wir bestellen uns einfach ganz einfach Pizza. Da kann man ja gefühlt. Ich habe auch irgendwie Bock auf Pizza. Und wir machen es auch richtig oldschool. Wir rufen einfach die Pizzaboten selber an und bestellen die Pizza. Hallo? Ja, hallo! Ja, hallo, na Süße? Süße? Entschuldigen Sie, sind Sie schwul? Da kann ich ja nichts für. Ja, das stimmt auch wieder. Das war jetzt kein Angriff auf Sie, aber lutschen Sie eigentlich auch? Ja. Ach, deswegen war letztens auf meiner Pizza. Ja, jetzt verstehe ich das. Ah, ihr habt's mitbekommen. Natürlich, hatte ich gerade. What the fuck ist eigentlich mit Evanjo manchmal los? Lost, Junge. Geschmeckt, sage ich Ihnen. Ich will mein Geld zurück. Ist mir scheißegal. Alter, gib mir doch jedenfalls eine Pizza oder so als Entschädigung. Gut, okay, alles klar. Aber ohne Tomaten. Ja, ich weiß. Moment mal, bist du Montana Black? Dem los, Alter. Guten Tag, schön auch. Die sieht schon wirklich sehr schmackhaft aus. Pizza? Doppelkäse. Was? Pizza mit Käse? Das habe ich mal anders erwartet. Ich dachte, das ist jetzt eine Woche lang richtige Pizza. Die richtige, gute Pizza. Leute, richtige, gute Pizza. Leute. Einfach nur Tomatensoße, Knoblauch, Oliven, vielleicht auch mal Zwiebeln. Schockgesell. Ja, dann. Kartoffelchen. Und die dreimal. Die haben einfach dreimal. Ihr seid auch genauso gefressen wie ich. Ja. Leute, ich sage es euch. Wenn ihr denkt, Käse ist geil, dann habt ihr noch keine Pizza ohne Käse gegessen. Können auch keine gute. Denn dann bereut ihr eure Lebensentscheidungen. Schock. Alter, sieht die einladend aus. Ich habe allerdings noch ein kleines Extra gemacht und so habe ich anstatt Tomatensauce Knoblauchsoße reingemacht. Ey, ich stehe einfach drauf, Mann. Es ist so. Es gibt ja wirklich Menschen, die essen den Rand nicht. Digga, ich kann mir das gar nicht vorstellen. Der Rand ist doch fast das Köstlichste. Okay, nein, eigentlich nicht, aber der ist auch sehr, sehr geil. Boah, das ist ja auch mal eine Mega-Idee, Alter. Er ist so vom Fressen, die ist
ganze Video wird nur um Fressen gehen. Junge, wie er einfach nur Pizza frisst. So richtig schön fettige Pizza. Während ich hier noch nicht werde, könnt ihr mal kurz sehen, wie viel... Mann, jetzt habe ich Hunger. Ich habe mal nichts Richtiges gegessen heute. Jetzt habe ich Hunger, weil ich mir gerade jemanden angucke, wie er Pizza frisst. Oh Leute, ich brauche irgendwas zu essen, aber was esse ich jetzt? Ich brauche bei dem Video was zu essen, sonst sterbe ich. Ich muss mir jetzt Müsli oder sowas machen, weil ich habe nichts Richtiges zu essen. Ich esse jetzt diese hier. So Schokokissen. Die kann man auch jemandem geben und dann denkt er, es ist Katzenfutter, wie letztens mal schon gesagt. Portugiesische, biologische, vegane Schokotaschen. Leute, das ist Leben, Alter. Oh yes. Ich krieg hier einfach nur 38 cm. Hm. 45 cm. Heilige Scheiße, Big Bear. Guckt euch das mal an. Oha, wir sind wieder bei Call of Pizza gelandet. Tanzverbot, wo bist du? Wie groß ist dieser Pizzakarton? Sollte mich für 2 Stunden sättigen. Hey, Moment mal, ich habe vergessen, Trinkgeld dem Pizzabrot zu geben. Moment, ich glaube, ich muss hinterher und gib auch noch Trinkgeld. Der gibt mir kein Trinkgeld, dieses Arschloch. Dann hole ich mir mein Trinkgeld halt selber. Er kommt zurück. Oh, shit, hat der nicht gefällt. Hey, welches Arschloch hat meine Pizza angebissen? Und wer hat die angelegt? Den Speichel kenne ich irgendwoher. Digga, für so einen Gag hat er die Pizza kalt werden lassen. Das ist eine Straftat. So sieht die Pizza jetzt aus. Aber sieht lecker aus. Ich habe jetzt Sucuk drauf bestellt, Zwiebeln, jetzt nicht so krass was Besonderes. Schmeckt jetzt nicht nach so dem hochwertigsten Sucuk. Ich weiß nicht, also die gibt mir jetzt nicht so den Kick. Oh. Leid. Um sie besser wegzukriegen. Ein Sandwich draus machen. Mann, ich bin ja nicht umsonst ein Schwein, weil ich liebe einfach Essen. Ich liebe dieses heilige Gefühl, wenn es richtig lecker ist, aber... Ah, Digga, das ist jetzt hier so, ja. Oh, nächster Tag, ich bin gerade aufgestanden. Und, hier steht ja nochmal für alle. So, ich habe meinen Namen aufgeschrieben, damit ja meine Geschwister, die meine Sachen essen. Und, ein Mini-Stück ist noch übrig. Kalte Pizza. Scheiße, ist gefühlt besser, wenn sie warm wäre. Ich habe mir jetzt extra die besten Pizzaläden hier in Hamburg rausgesucht, also jetzt auch die bestbewertesten. Und zuerst gehen wir zu Luigi's. Hat jetzt nur eine... Oh, Luigi's. 4,3. Da bin ich auch gespannt. Auf die Restaurants bin ich mal gespannt, was der so sagt. 4,3 Bewertung, aber bei 4.000 bis 5.000 Bewertungen, was wirklich krass ist. Ja, da waren schon so viele Menschen essen und ich war selber mal da, Leute. Und ich kann euch wirklich sagen, himmlisch. Also wirklich eine richtig geile Pizza. So richtig schöner Rand, dann leckere Soße. Oh, kann man richtig geil verspeisen. Ich finde den Laden so lustig. Die ganzen Kellner sprechen nur Italienisch einfach mit dir. Ciao Bella und Ella und Rihanna. Komm mal die Pizza jetzt selber an. Gott, Oliven. Nein, die Oliven müssen kurz mal ein bisschen weg. Boah, ich habe natürlich eine dicke Tuna bestellt. Er bestellt eine Pizza mit Oliven und nimmt die Oliven runter. Logik. Oliven sind Hammer. Weil Thunfischpizza ist meine Lieblingspizza. Oh Gott, heilige Mutter. Ist das ein frischer Thunfisch? Ah. Wie lecker. Alter, haben die irgendwie ein Thunfischlager da hinten oder was? Haben die ein Thunfischlager? Alter, Thunfisch ist so riesig. Das wissen viele nicht, ne? Aber ein Thunfisch, wisst ihr eigentlich, was das für ein Riesenfisch ist? Und ich war übelst verwundert, dass ich das erste Mal Thunfisch gegessen habe. Ja, hier sieht man, wie jemand einen aufschneidet. Schaut euch das an, das ist wie, als würde er so ein Rind, filetieren. Das ist ein Riesenbrocken, Alter. Guckt euch dieses Vieh an, Alter, als ob er so ein Hai aufschneidet. Richtig krank. Krass, das ist ein Riesen-Oschi, Alter, ein Riesen-Oschi. Das sind so Riesenfische, das ist schon, Alter, Thunfisch, puh. Crazy. Ich habe intensiv drüber nachgedacht, aber Luigi's kriegt von mir eine gute 4,5 von 5 Schweinchen. Oh, 4,5? Bin ich mal gespannt, ob es noch eine 5-Sterne-Pizza geben wird in diesem Video. Oh, hey, Leute, das Problem ist einfach mir. Ich bin wirklich ein verwöhnter Schweinedämon. Ich war damals in Rom. Ich sag euch wirklich, Leute, was da abging, diese Pizza in Italien. Das war wirklich eine... Alter, ich hab reingebissen und wirklich... Das war wirklich so krank, ne? Diese Pizza war abgöttisch. Die war so lecker. Und das Krasse war einfach so ein richtig billiger Kackschuppen, wo keiner drin saß. Aber die Pizza war aus Gold. Oh mein Gott, war die geil, Alter. Wenn du einmal die 5 von 5 im Mund hattest, dann schmeckt alles andere, was du danach isst, eigentlich so nach Großvaters Füße. Und wir begeben uns jetzt zum nächsten Pizzaladen, und zwar zur Erotikmuseum. Interessanter Name für einen Pizzaladen. Nein, dann würde ich hier gehen wir natürlich zur Pizzabande. Irgendwelche Namen denke. Hat er gerade 3,5 Schweine angezeigt und hat gesagt 4,5? Eine gute 4,5 von 5. Okay, das ist eine 4,5. Evanjo, an dieser Stelle. Ja, bist du in diesem Jahrgang von den ganzen Schülern, die jetzt wegen Corona ihre Abi-Prüfung schreiben können?
Könnte es vermuten. Let's go, Alter. Ja, hier kann man so richtig schön auswählen, was man so eine Pizza haben will. Also selbstbestimmt. Hier kann man Bananen auf die Pizza machen. Bananen auf Pizza? Interessant. Die Pizza ist ein bisschen überbraten, aber ich mag das. Okay, das ist schon sehr knusprig. What the fuck? Was? Er geht zu einem richtigen Restaurant und die geben ihm verbrannte Pizza? Hä? What the fuck? Wo ist der da? Ich mag das. Okay, das ist schon sehr knusprig. Boah, riesige Pizzastückchen. Aber vor allem, er sagt so, das ist sehr knusprig. Das ist einfach krebserregend. Muss los. Auch schmackhafte. Mm. Wo haben sie das Tutu geklaut? Das ist echt gut. Sie von Luigi's. Die hat mich wirklich kurz nach Italien gebracht und zurück. Die bringt mir so ein bisschen in die Schweiz, aber dann nicht weiter. Ey, ich habe echt Angst, dass ich bei diesem Selbstexperiment ordentlich zunehmen werde. Aber Pizza ist echt ein guter Fettmacher. All diese Pizzen waren lecker, aber Italien war nochmal das Doppelte. Wirklich, das war so krass, Mann, was in Italien abgeht. Ich will den ja nicht übertreiben, ich will euch gar nicht so heiß machen, aber Alter, Italien war unfair, wirklich. Wisst ihr was? Ich habe jetzt einen Schluss gefasst. Wir fliegen morgen nach Italien. Okay. Willst du das einfach durch? Ich habe keinen Bock mehr. Ich will diese Pizza. Ich will sie unbedingt endlich mal wieder probieren. Morgen geht's nach Italien. Bevor es jetzt losgeht und ich hier reingehe. Ne, ernsthaft? Er ist wirklich nach Italien geflogen, deswegen? Okay, das ist geil. What the fuck, das habe ich gar nicht gerechnet. Ich habe übrigens jetzt aufgegessen. Jetzt bin ich auch nicht mehr so traurig, wenn ich mir ein Video über das Essen angucke. Aber es gibt nichts Schlimmeres, als sich ein Video über das Essen anzugucken, wenn man richtig Hunger hat. Aber es gibt auch nichts Besseres, als was selber zu essen und sich dabei ein Video über Essen anzugucken. Mm, ich liebe das. Immer wenn ich mir Videos über das Essen angucke, esse ich selber irgendwas, weil das ist einfach schön. Bei diesen Dingern piept es wirklich jedes Mal bei mir. Dann ist das Video von vor der Corona-Zeit. Finde eine bequeme und aufrechte Position im Sitzen. Ich bin jetzt in Venedig angekommen. So brutal Hunger, Leute. Ich muss das essen. Im Flugzeug gab es nichts zu essen. Klar, da gab es Pizzen. 1 Million Euro. Und hier am Flughafen gibt es jetzt Pizzen. Das Ding ist mit dem Hotel, schalt dauert eine Stunde bis zum Hotel und ich halte das nicht mehr aus. Ich muss was essen, sonst sterbe ich hier. Mein erstes Pizzastück jetzt hier in Italien und ja, okay, ist eine Flughafenpizza, aber die sieht wirklich knackig aus und die brennt in meinen Händen. What the fuck, was ist das für ein dicker Boden? Ist ja komplett untypisch für Italien, das ist doch keine normale Pizza. Ist in Italien nicht normalerweise Pizza immer so relativ dünn? Ist das nicht die klassische italienische Pizza? Ist das hier nicht mehr so American-Style? Alter, die Soße ist richtig cremig. Mmh. Und richtig geiler, fetter Teig, wie fett die ist. Das ist doch keine Pizza, das ist doch irgendwas anderes. Das ist doch keine Pizza. Ich bin in einem Restaurant und ich bin wirklich heiß auf die Pizza, jetzt, die gleich kommen wird. Oder ist sie schon da? Hier ist die Pizza, ihr könnt sie sehen. Der Käse geht schon runter hier. Okay, Pizza mit Thunfisch und Zwiebeln. Sieht schon sehr gut aus. Zwiebeln auch, oh mein Gott, das könnte ein absoluter Kracher werden. Der Käse ist perfekt, so gut geschmolzen. Der Thunfisch ist wirklich. Wir haben sie frisch aufgezogen, der Tomatensauce. Ja, Tomatensauce kann lecker. Boah, Mann. Alter, der Käse ist brutal. Die Zwiebeln, die wurden von einem Schwamm gemacht. Die wurden von einem Schwamm gemacht. Nee, die knusprig kann dran sein. Fluffig, knusprig. Das ist richtig komisch an dieser heiligen Pizza hier. Pro Stück wird es immer leckerer. Wirklich ist es so verdammt scheiße frisch, als ob der Typ es aus dem See gezogen hat. In meinem Mund ist es so lecker. Ich glaube, ich werde aus dem direkt Bock zu mitmachen. Alle Steuern inklusive. Neben dieser Riesenpizza gibt es hier einfach riesen Schweineköpfe. Hier gibt es aber eine Pizza McDonald's. So richtig typisch italienisch hier. Und da ist einfach so richtig mal. Pizza McDonald's mit Pommes drauf. Oh mein Gott, oh nein. Oh mein Gott. Pizza McDonald's. Oh mein Gott, oh Gott, oh Gott. Rita und ein Pommes aufgeklatscht. Nicht so knusprig daran. Pommes auf einer Pizza, das ist ja so die Verarsche. Ich habe das irgendwie anders vorgestellt. Die können einfach runternehmen. Das ist richtig, richtig guter Käse und aua, nur Zunge gebissen. Aber versalzene Pommes, ich stelle euch niemals mit einer Scheißpizza. Ich musste das einfach testen und ich wurde gnadenlos enttäuscht. Schade. Nähe von mir gibt es noch einen Pizzaladen mit einer 4,6 Bewertung. Bei 1000 Bewertungen, das ist Antico Forno, okay. Wirklich krass. Allerdings macht er gleich zu und ich muss unbedingt diese Pizza kriegen. Im Gott, der hat noch offen, alles ausverkauft. Guckt euch mal diese Pizza an. Unglaublich leckere Pizza. Es sieht halt so köstlich aus. Heilige Scheiße. Käse hier, auch scheiße. Nee. Oh mein Gott, im Mund ist das Olivenöl, das schwimmt da rum. Oh, das ist so eine würzig geile Salami. Oh, der Käse umhüllt meine Nase. Oh, mein. Oh, guck mir das eigentlich an, Alter, wie er die ganze Zeit Pizza frisst. Aber irgendwie macht's Bock. Guck mal, wie der Rand hier ist. Oh, der ist so fluffig und knusprig. Gott im Himmel, ist die lecker. Das ist die beste Pizza meines Lebens. Ach, so krass. Ich finde halt einfach krass, dass er nach Italien geflogen ist dafür, für dieses Video. Das ist schon cool. Also, das war ja vor der Corona-Zeit, ne? Hier gibt's einfach Pizza Brexit. Oh nee, immer diese unangenehmen Pizzanamen. Pizza McDonald's, Pizza Brexit, immer so Trendpizza.
Also ich meine, abartiger geht's gar nicht. Ah, ich weiß. Ich hab mir so eine richtig geile Pizza Diablo geholt. Mann, wie das Öl da raufspritzt. Ich verstehe das in Italien. An sich ist es ja eigentlich dasselbe Essen wie in Deutschland, sage ich mal. Aber es schmeckt so brutal frisch hier, ne? Man muss schon sagen, die Italiener haben eine Sache auf jeden Fall, die so krass ist und auf der ganzen Welt ultra beliebt. Und zwar natürlich ihr Essen. Das ist so krass. Okay, Autos natürlich auch. Aber das Essen, italienische Küche ist, jeder kennt italienische Küche. Also es gibt keinen, der gar nichts aus der italienischen Küche mag eigentlich. Ravioli, Pizza, Pasta, ey, Nudeln. Allein schon überhaupt so diese normalen Nudeln, so Spaghetti und sowas, ist ja alles italienische Küche. Es ist unfassbar, was die alles an Esskultur in die Welt gebracht haben. Richtig krass. Also muss man sagen, ich finde italienische Küche Respekt, weil die haben auf jeden Fall sehr, sehr leckere Sachen hervorgebracht. Mhm. Ja, so ein Ding ist das. Chocki sehr leider. Ach, liebe Leute, heute ist die Rückfahrt angesagt und oh Mann, wie viel von diesen leckeren Pizzen. Boah, ist die kalt und trotzdem lecker. Boah, ist die kalt und trotzdem lecker. Und den Trend, Mann. Lecken so schöne Zeiten zusammen. Ey, Leute, ich kann nicht zurück nach Deutschland. Wenn ich zurück nach Deutschland gehe, dann sind die leckeren Pizzen vorbei. Danke für diese labrigen Halbpizzen. Ich will die guten, die nur die guten. Und mein kleiner Pizzamann, der weiß ganz genau, was gut ist. Man darf leider nicht ins Flugzeug Essen mitnehmen. Und Alter, würd du gerne einfach ein paar Pizzen mitnehmen? Jetzt zurück in Deutschland und ja, das mit den guten Pizzen war es jetzt, weil ich habe jetzt mir einen Ofenpizza warm gemacht. Ach Leute, ist es dasselbe? Ist es dasselbe in Italien? Lecker Thunfisch, aber so nicht mehr dasselbe. Oh Mann, ich war so leckere Sachen gewöhnt und dann sind wir hier gelandet. Oh Gott, ich vermisse die Pizzen jetzt schon. Warum habe ich nicht einfach 10.000 Pizzen geschmuggelt? Das wäre doch eh keinem aufgefallen. Der Zoll im Kampf gegen den Schmuggel. Oh Gott, gerade ist was Wunderbares passiert. Und zwar einfach noch ein Pizzastück übrig aus Italien. Ich habe das einfach eingepackt, hier so meine Rotbox. Und jetzt beim Rückflug habe ich einfach eine Pizza da reingelegt mit der Hoffnung, dass sie die mich vielleicht nicht wegnehmen. Aber ich habe nur eine eingepackt. Das heißt aber in der Regel, ich hätte einfach mal 3 Pizzakartons oder so mitnehmen können. Jetzt habe ich nur eine. Oh Gott, lass deine Pizza nicht so lange in der Tasche stehen, aber... Ungekühlt. Ich bin aus Italien. Das vermisse ich nicht. In so einer Plastikbrotbox. Da ich mir sicher bin, dass einige Hawaii-Arschlöcher unter euch sind und die sehr sauer auf mich sein werden, weil ich Hawaii-Pizza jetzt nicht gerade gut geredet habe, habe ich überlegt, ich habe mir jetzt Hawaii-Pizza selber geholt. Ich habe die einsam in meinem Leben selber gegessen. Und ja, ich muss auch sagen, ich habe gemerkt. Also, ich finde das Schlimmste an Hawaii, auch schon früher, als ich noch Fleisch gegessen habe, Pizza Hawaii ist nicht die Ananas. Ananas auf Pizza geht mal klar, wenn man Bock drauf hat, aber ich finde Schinken auf Pizza, ich weiß, viele Leute mögen Schinken auf Pizza, aber als ich noch Fleisch gegessen habe, habe ich, wenn Fleisch, dann nur Salami auf Pizza, weil Salami passt einfach zu Pizza, aber Schinken auf Pizza, no way, man. Thunfisch, Salami, okay, Schinken, no way. Andere Stücke sind drauf. Allgemein Schinken, voll ekelhaft. Also Salami konnte ich mir immer ganz gut geben. Als Kind, aber Schinken fand ich immer schon. Ne. Oh, aber ist echt scheiße. Gott, es schmeckt so süß, als ob ich eine Pizza mit Honig drauf essen würde. Komischerweise geht es mir gesundheitlich echt prima. Das war schon mal andere Experiment echt böse. Das ist positiv, so dass ich einfach in Ruhe aus meinem Leben leben kann, ohne irgendwie eine Toilette zu mieten. Ich bin jetzt auf der Suche nach einer ganz speziellen Tiefkühlpizza. Ich habe diese Schokopizza gesucht. Oh, die Schokopizza. Mal gucken, was der dazu sagt. Die habe ich auch noch nie probiert, weil als die rauskam, war ich ja schon lange vegan. Und das ist ja keine vegane Pizza. Deswegen habe ich ihn noch nie probiert in meinem Leben. Mal gucken, was er dazu sagt. Wurde einfach aus dem Sortiment genommen. Ich glaube, der ist nicht so gut verkauft. Aber hier gibt es die Luca-Pizza. Aber sehr einladendes Gesicht auf jeden Fall. Oh Gott, Digga. So, wenn man so einen Pizzakarton irgendwo findet, Alter, da muss ich einfach nur los. Traditionelle Steinofen-Pizza mit 7 wow, Pizzasorten und frischen Frühlingszwiebeln. Hört sich echt simpel an. Mal gucken, wie die innen drin aussieht. Warte, die machen wir kurz heiß. Und hoffentlich ist mal kein Plastik. Auch immer kein Plastik. Let's go. Was ist das denn? Oh Gott. Nein, es war schon wieder Plastik auf der Pizza. Mensch, Luca, hör doch auf, immer Plastik auf die Pizza zu packen. Plastiktüte? Hey, das war keine Absicht. Also ich muss sagen, das stimmt doch, eine gute Idee. Irgendwie passt der voll gut zum Käse. Keine Ahnung, warum der ergänzt das aber voll. Aber trotzdem, die Pizza ist echt mehr durchgestellt. So krass viel Käse, dass die Käsesorten sich so krass vermischen, dass es einfach nicht mehr so lecker ist. Ich werde eine eigene Pizza machen mit Sachen drauf, die ich lecker finde. Schade, Luca-Pizza bei ihm. Durchgefallen? Ich habe sie leider auch noch nie probiert. Ich würde so, also wenn ich nicht vegan wäre, würde ich so viele, diese ganzen YouTuber-Produkte probieren und testen. Einfach nur, um besser upbranden zu können. Aber ja, kann ich alles nicht und möchte ich auch nicht. Also ich könnte, aber ich möchte nicht. Ihr konntet auf Instagram mir sagen, was ich auf meine Pizza machen soll. Diese Pizza wird bestimmt richtig lecker. Absolut, absolut.
machen wir eine Würstchen. Eine Würstchenpizza, Bruder. Hättest du alles machen können, aber warum Würstchenpizza? Was ist mit dir? Digga, wo sind wir? Im Kindergarten? Röstchen, wir sind ein Segen. Röstige. Digga, was ist das für eine Pizza? Würstchen, Röstzwiebeln. Wie ihr merkt, das ist so gesagt eine Hotdog-Pizza. Und eigentlich kommt, oder könnt ihr meine noch Seegurken? Seegurken? Salatsauce! Die Pizza, finde ich, sieht sehr lecker aus. Aber sie ist nicht so lecker, wie sie aussieht. Weiß man nochmal. Sie sieht null lecker aus. Die ist nicht so lecker, wie sie aussieht. Nein, die richtige Antwort wäre, sie schmeckt genauso, wie sie aussieht. Und zwar, wie als hättest du einfach Würstchen aus dem Glas und Röstzwiebeln mit Käse überstreut. Wie kannst du dir selber sowas antun, nachdem du in Bella Italia warst? Die Pizza, finde ich, sieht sehr lecker aus. Aber sie ist nicht so lecker, wie sie aussieht. Weiß man nochmal hier rein ins richtige Rösti-Haus. Das hast du mir viel, viel geiler vorgestellt. Die Pizza, die ich mir vorschlagen werde, die wird gar nicht so länger. Jetzt ist es vorbei. Milchreis. Milchreispizza. Ferdifuchs. Oh nein, er muss jetzt alles drauf tun, was die Leute draufschreiben. Ferdifuchs und Tomaten. Fuchs. Oh nee. Oh nee. Maxi King. Vor allem, er sagt Maxi King, aber da steht einfach nicht Maxi King. Da steht King der Pinguin. Das ist was anderes. Das. Der Maxi King sieht aus wie so ein kleiner Scheißhaufen. Dieses kleine Stück mit Maxi King, Ferdifuchs, zerquetschter Tomate werde ich mir jetzt mal gönnen. Oh, der Maxi King war ganz okay. Da mir vielleicht schon ein bisschen klar war, dass die Pizza, die ihr mir da vorschlägt, vielleicht ein bisschen scheiße sein wird, habe ich mir hier noch zum Glück noch ein kleines Backup gemacht, damit ich am Abend hier noch ein bisschen was zu essen habe. Ihr nettet Thunfischspezi. Oh, dass mir diese Woche eigentlich so gut ging. Ich hatte die so krasse Beschwerden. Okay, klar, die eine Pizza aus Italien, die da einen Tag rumgestanden ist. Was ist deinem Auge los? Das ist so rot. Vielleicht nicht mehr essen sollen. So viel Pizza. Aber sonst war wirklich eigentlich alles ganz entspannt. Das finde ich echt geil. Falls ihr noch nicht getan habt, Leute, lasst gerne ein Like auf dem Video da. Abo auf dem Kanal, falls ihr noch nicht getan habt. Ich und diese leckere kleine Pizza hier. Oh, das eine Stück schon weg. Macht uns noch einen schönen Abend. Wir sehen uns beim nächsten Video wieder, Leute. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Und tschüss. War ein schönes Video. Checkt die Video aus für mehr Fressvideos. Küsse gehen raus.